Ja, während bei uns in München die Löwen gerade erst aufgestiegen sind, hatte Peugeot auch einen kleinen Absturz in der Kompaktklasse erlitten mit dem Peugeot 307. Denn qualitativ war das leider kein Meisterstück aus Frankreich. Und mit dem 308 scheint es tatsächlich, dass da der Aufwind auf alle Fälle wiederkam. Der Peugeot 308 hat mittlerweile auch schon knapp 4 Jahre Produktionszeitraum auf dem Buckel. Und deswegen schauen wir ihn jetzt uns an in seiner fast letzten Ausbaustufe, und zwar Ausbaustufe auch nach ganz oben, den Peugeot 308 GT mit dem neuen 2 Liter Turbodiesel und ganz neu ein 8-Gang Automatikgetriebe. Also Schlüssel raus, öffnen und los geht's. Da sind wir und schauen uns jetzt tatsächlich den Löwen einmal genauer an. Wie er vor uns steht, der Peugeot 308 SW als GT-Variante. GT bedeutet hier tatsächlich schon andere Bäller hier tatsächlich, der etwas voluminöser ausgeformt ist. Vorne haben wir den schönen bösen Blick, der Scheinwerfer, der Kühlergrill mit den Chrom-Applikationen drinnen. Die Scheinwerfer sind übrigens Voll-LED-Scheinwerfer, die hier verbaut sind, mit einer wirklich tadellosen Ausleuchtung. Der Fernlichtassistent, der da allerdings dazugehört, ja, der dürfte durchaus etwas sensibler arbeiten. Vielmehr arbeitet er relativ hektisch. Was wir auch sehr, sehr schön sehen hier beim GT, die tollen 18-Zoll-Räder, die hier draufgezogen sind, schauen wirklich toll aus, Bicolor. Und machen tatsächlich einen sportlichen Eindruck. Zusätzlich hier die Schwellerverbreiterung, die beim GT dazukommt. Auch was auffällt hier, der Kombi ist mit einer Außenlänge von 4,59 Meter, ja, durchaus im normalen Kompaktmaß, bietet aber bei einem Radstand von 2,73 Meter ordentlich viel Platz, was wir uns genauer anschauen. Sehr schön auch die nach hinten abfallende Dachlinie, die man hier sehr schön erkennen kann. Was allerdings nichts an den guten Innenraumabmessungen vermissen lässt. Hinten, das ist auch sehr, sehr schön, typisch GT. Diese Auspuffrohrblenden, wohlgemerkt, die wir hier sehen, auch keine echten Auspuffendrohre, sondern auch nur, wie üblich, Fake-Blenden. Wir haben hier einen sehr gut nutzbaren Kofferraum mit einem Mindestvolumen von 610 Litern. Und wie wir sehen, geht da auch durchaus einiges rein. Hier meine Reisetasche und ich habe auch jede Menge Familienutensilien reingebracht. Ein Kinderwagen passt hier problemlos rein. Auch der Zwillingskinderwagen hat gut reingepasst. Plus ein wenig Reisegepäck. Das Heckrollo lässt sich leicht ausbauen. Die Rückenlehnen, wie wir sehen, sind nur im Verhältnis 2/3 links und 1/3 rechts umlegbar, bieten aber dann eine fast ebene Ladefläche und wir haben in der Mitte noch eine Durchreiche für Skier. Umlegbar sind diese Rücksitze relativ leicht hier mit den Zughebeln, die wir haben. Damit klappt das Ganze dann auch wunderbar um und wir sehen hier, dass sich tatsächlich die Ladeebene fast wirklich komplett eben ist. Genau. Und was er vorne kann, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Also Klappe zu und weiter geht's im Text.
Ja, ich habe es mir auf der Rücksitzbank im Peugeot 308 SW bequem gemacht. Wie wir sehen, den Sitz habe ich auf meine Größe eingestellt von 1,78. Die Kopfstütze können wir genügend rausziehen hier, wunderbar, das heißt also da haben wir genügend Platz. Ja, verbaut ist hier ein Glaspanoramadach, was natürlich die Kopffreiheit noch mal ein wenig einschränkt, aber nichtsdestotrotz habe ich hier komplett eine handbreite Kopf nach oben frei. Was etwas enger wird, ist auf alle Fälle meine Knieraum hier, wobei hier Aussparungen sind in den Sitzen. Nichtsdestotrotz, die Schuhe passen ganz gut noch drunter. Naja, mit dem Knieraum wird es dann schon langsam eng. Da muss dann der Beifahrer doch ein Stückchen nach vorne rutschen oder die Lehne doch noch etwas steiler stellen, als sie hier schon ist. Könnte durchaus unbequem werden. Wir haben hier eine Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern. Nichts Ausklappbares, die Durchreiche wie erwähnt. Ansonsten haben wir hier LED-Lampen am Dachhimmel angebracht. Und es sitzt sich ansonsten sehr bequem hier, wenn man tatsächlich mit vier Personen reist, ist das wunderbar. Kindersitze passen auch ganz gut rein, lediglich tatsächlich Reboarder oder Babyschalen. Da wird es dann, wenn man sie hinter dem Fahrersitz eben montieren muss, durchaus eng aufgrund des etwas beengten Fußraumes. Ansonsten, was ebenfalls gut zugänglich ist oder einigermaßen gut zugänglich, sagen wir es eher so, sind hier diese Isofix-Aussparungen. Da gibt es einen Reißverschluss. Wenn man den Reißverschluss hier nach oben zieht, dann ist hier tatsächlich wird das Ganze freigelegt, der Isofix-Haken. Dennoch ist das eine etwas fummelige Geschichte, bis man die Haken dann gefunden hat. Also da muss man sagen, Isofix-freundlich ist es hier nicht unbedingt. Hier haben wir noch, was sehr, sehr schön ist. Zwar keine USB-Schnittstellen, aber ein 230-Volt-Stecker. Und damit kann man wenigstens auch noch mal ein paar portable Systeme laden. Dennoch viel wichtiger für mich persönlich natürlich im aktuellen Moment, um euch das Ganze zu zeigen, ist, was vorne links passiert. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, dann steigen wir tatsächlich ein vorne links in den Peugeot 308 GT SW. Es sitzt sich äußerst bequem hier auf wirklich schönen Sportsitzen. Leider keine ausziehbare Schenkelauflage, die wir haben. Nichtsdestotrotz, man sitzt hier wirklich toll eingerahmt. Man fühlt sich wirklich bequem. Die Seitenhalt ist toll. Langstreckenkomfort, kann ich nach 2000 Kilometern sagen, sind auch absolut perfekt. Es gibt eine Massagefunktion. Die Massagefunktion allerdings ist lediglich die Lordosenstütze, die sich aufpustet und ablässt. Die Luft an haben wir eine verstellbare Armauflage. Die lässt sich hier in der Höhe und in der Länge hier verschieben. Es passt alles dann perfekt. Lenkrad lässt sich in Höhe und Tiefe verstellen, so dass man auch tatsächlich optimal seinen Platz findet. Kniefreiheit, ja, passt wunderbar. Auch die Ablage hier am Knie, die mich öfter immer wieder stört, passt hier wunderbar. Drückt auch nicht auf Dauer. An sich passt es soweit wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sollten wir uns auf alle Fälle hier mal so ein wenig den Innenraum anschauen, denn der hat es besonders in sich. Ja, die Bedienung, wie gesagt, beim Peugeot 308 ist durchaus etwas gewöhnungsbedürftig und hat auch einige Besonderheiten. So, dazu machen wir einmal die Zündung an. Und was wir jetzt schon mal sehen, ist hier im Instrumentencluster, dass tatsächlich dieses sehr hoch positioniert ist. Das Lenkrad sehr tief, das heißt also der Blick schweift tatsächlich über den Lenkkranz auf die Instrumente. Das ist tatsächlich so eine Besonderheit bei Peugeot-Modellen. Das sogenannte iCockpit, wie man es nennt. Das Lenkrad eben sehr, sehr klein, dadurch, dass man dann auch den Blick darüber problemlos machen kann. Das ist auch kein Thema, es wird nichts abgeschnitten oder so. Das passt alles, wenn man sich den Sitz korrekt einstellt. Was allerdings stört, ist tatsächlich, dass diese zwei Tuben etwas weit auseinander sind. Das Instrument, das kleine Bordcomputer-Display könnte einfach deutlich größer sein, müsste dann eigentlich auch eine Kartendarstellung bieten, damit es tatsächlich einen Mehrwert hat. Hat es allerdings nicht, das ist einzig und allein der Bordcomputer mit den erweiterten Funktionen für Navigation, Pfeilanzeige. Ja, ebenso sehr eigenwillig das Ganze auch ist tatsächlich der Drehzahlmesser, denn der läuft entgegen des Uhrzeigersinnes als einzige Armatur, was man auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die Leute das so gemacht haben. Keine Ahnung, irgendwas werden sie sich bestimmt dabei gedacht haben. Sinnvoll ist es nicht. Ablesbarkeit dadurch auch nicht sonderlich gut gewährleistet. Auch dadurch, dass sie eben, wie gesagt, zu weit auseinander sind, ist die Ablesbarkeit etwas unschön. Sehr schön allerdings ist tatsächlich, wie aufgeräumt es hier drinnen ist. Den Monitor, den man hier oben hat,
hat man leicht zum Fahrer orientiert, was durchaus gut ist für die Bedienung. Man kommt auch an die Touchflächen, hier an die seitlichen Schnellzugänge für Audio, Klimaanlage haben wir hier unten, Navigation, Fahrzeugeinstellungen, Konnektivität und Telefon, kommt man sehr gut hin. Die Grafikdarstellung des Navigationssystems mit der Kartendarstellung, ja, ganz guter Standard, bezieht sich auf TomTom, Kartenmaterial und auch die dementsprechenden Dienste für den Verkehr sind auch TomTom basiert. Was mich persönlich am meisten stört, ist tatsächlich dieses Klimabedienteil, dass es nur noch über den Monitor geht, beziehungsweise wir haben hier noch drei Klimatasten, und zwar einmal für Defrosten der Windschutzscheibe, einmal die Heckscheibenheizung und einmal Umlufttaste. Ansonsten haben wir hier den Warnblinker und die Zentralverriegelung und einen Laut-Leiser-Knopf. Das ist zumindest sehr, sehr schön, dass man den wenigstens hat. Aber nichtsdestotrotz das Klimabedienteil jedes Mal hier tatsächlich am Monitor hin und her schalten. Das funktioniert zwar relativ flüssig, aber dennoch ist das etwas unschön. Eine Sync-Funktion haben wir zwar auch, müssten wir allerdings dann wieder über die Optionen hier auf Mono einschalten. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier die Art der Richtungsanlage einzustellen. Ich finde das Ganze ein bisschen zu kompliziert. Über die Konnektivität können wir auch Apple CarPlay oder Android Auto nehmen zur Navigation. Das Audiosystem hier an sich wirklich gut gelöst. Das ist auch ganz nett, aber auch wieder umständlich von der Bedienung. Ich muss erst hier in die Liste rein, um meine Senderliste zu sehen oder die Frequenz ändern. Wir haben hier ein Denon Soundsystem verbaut, was wirklich sehr, sehr schön ist. Gibt einen tollen Raumklang und ist auch wirklich basslastig ausgelegt, wenn man es möchte. Aber nichtsdestotrotz sollte man dann den DAB-Tuner auf alle Fälle noch kaufen, der hier nicht verbaut ist. Beim Lenkrad haben wir tatsächlich auch ein sehr, sehr aufgeräumtes Bedienfeld. Wir haben hier lediglich lauter, leiser oder Ton aus. Wir haben hier noch die Bedienung für wechselndes Tracks oder aber eben tatsächlich hier noch die Telefonannahme. Ansonsten haben wir hier in der Mittelkonsole, hier sind die zwei Schalter für die Sitzheizung untergebracht. Sehr umständlich, schlecht abzulesen, dreistufig das Ganze. Sieht man auch tatsächlich nicht. Es gibt hier auch nicht im Monitor irgendwie nur nach einer Anzeige, auf welcher Stufe man ist. Der neue Automatik-Wählhebel für die 8-Stufen-Automatik, daran erkennt man sie, mit so einem kleinen Pad zum Ablegen der Hand, ist ganz angenehm. Hier ist der Start-Stopp-Knopf, bei dem ebenfalls muss man ungefähr 2 Sekunden gedrückt halten, dass der Motor wirklich anspringt. Wir haben hier noch einen Fahrwählschalter zwischen Sport, dann verändern sich hier die Anzeigen auf Rot. Wir kriegen auch den Dynamik-Bildschirm angezeigt. Dann haben wir dann hier, wie gesagt, Sport, Normal und Eco. Zwischen Eco und Komfort merkt man absolut gar keinen Unterschied. Bei Sport merkt man es lediglich, dass der Soundaktuator seinen Dienst auftut und tatsächlich das Ganze deutlich sportlicher und ein wenig dynamischer klingen soll. Ist ein bisschen Prollgehabe, wer es mag, kann es haben. Ja, aber ich würde sagen, viel interessanter wird das Ganze sein, natürlich, wenn wir jetzt losfahren, und das machen wir jetzt auch. Ja, Kraft ist auf alle Fälle hier immer verfügbar im Peugeot 308 GT. Der 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel arbeitet äußerst, ja, wie soll man sagen, effizient, muss man sagen. Klar, mit 6 Litern bei ruhiger Fahrweise und bei meinem Drittelmix hier von 6,8 Litern, was ich ermittelt habe über gut 2000 Kilometer Fahrstrecke. Ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs gewesen auf Autobahnen und dadurch auch sehr, sehr zügig hin und wieder. Dann kann man dann auch sagen, dass der Motor wirklich für Langstrecken optimal geschaffen ist. Und seinen 400 Newtonmeter Drehmoment schiebt er auch wirklich stetig voran. In 8,3 Sekunden geht das Ganze auf Tempo 100, wenn man es möchte. 223 auf der Autobahn mit ein bisschen Anlauf, das muss man sagen. Aber ein eigentliches Highlight in der Antriebskombination ist das neue Automatikgetriebe, was hier verbaut ist, mit 8 Stufen. Es löst das sehr trostlose und bisweilen auch wirklich nicht sonderlich gut operierende EAT6-Getriebe ab und wird auch demnächst für verschiedene andere PSA-Fahrzeuge
verfügbar sein. Und es verrichtet wirklich seine Arbeit sehr, sehr gut. Also die Schaltvorgänge absolut präzise, schnell, ohne Zugkraftunterbrechung, perfekt passend. Also wirklich ein richtig toll abgestimmtes Getriebe, was Aisin hier an PSA liefert. Beim Fahrwerk muss man ganz klar sagen, ist die GT-Variante ja etwas tiefer gelegt und hat straffere Dämpfer. Und das merkt man auch, denn so typisch franzosenartige Sänften-Komfort gibt es hier nicht, sondern tatsächlich satte Straßenlage, kaum mehr, spürbare Seitenneigung in Kurven und dabei auch eine Lenkung, die wirklich direkt ist. Allerdings vermisst man hier durchaus ein wenig Feedback von der Straße, so dass man durchaus zwar sehr flott durch die Kurven kommt, allerdings der Fahrspaß dadurch ein wenig eingeschränkt wird. Dämpfen, wie gesagt, tut das Fahrwerk ordentlich mit dem Restkomfort. Jetzt hier auf schlechten Straßen, man merkt zwar, dass es zwar ein bisschen poltert, also geräuschmäßig, aber ansonsten der Sitz dämpft wirklich die gröbsten Unebenheiten perfekt weg. Ja, kommen wir zum Fazit von unserem Peugeot 308 GT. Was muss man dazu sagen? Der Wagen macht wirklich viel Fahrspaß. Der Diesel passt perfekt zu diesem Kombi. Und was die Franzosen tatsächlich jetzt geschafft haben und tatsächlich haben, ist dieses neue Automatikgetriebe von der Firma Aisin. Das ist wirklich eine absolute Wucht. Das arbeitet so hervorragend, wie man es eigentlich sonst wirklich nur von den deutschen Premium-Herstellern kennt. Und das wird diesem Fahrzeug und auch den anderen Marken im PSA-Konzern wie Citroën und Opel auch wirklich zugutekommen, dass dieses Getriebe demnächst nicht nur mit dem großen Motor, sondern auch mit den kleineren Triebwerken verfügbar sein wird. Naja, für knapp 40.000 Euro steht er hier. 40.000 Euro ist in der Kompaktklasse mittlerweile schon nicht allzu viel Geld, wenn man das tatsächlich nimmt. Denn wer sich mal so ein bisschen einen VW Golf GTD-Variant beispielsweise anschaut, der wird hier weit über die 40.000 Euro kommen mit ähnlicher Ausstattung. Das heißt, man erhält hier wirklich ein richtig tolles Fahrzeug für einen ordentlichen Preis-Leistungs-Wert. Und wenn man dann tatsächlich so zum Peugeot-Händler geht, da gibt es auch noch ordentliche Prozente. Ja, Prozente hoffe ich gibt es für mich jetzt auch und zwar in Form von vielen Likes. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich auch gerne ein Abo, die Glocke nicht vergessen, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Ansonsten Kritik und Anregungen gerne unten in die Kommentare, was für eure Meinung zu dem Franzosen hier ist. Seid ihr schon mal Franzose gefahren oder seid ihr dem Ganzen eher skeptisch gegenüber zum Beispiel? Ich sage von meiner Seite hier Tschüss und Servus, der Ubi.